Mobilwetter TV wird Ihnen präsentiert von Autohaus Büsken. Los, sind wir dran. Also, hallo und herzlich willkommen bei Mobilwetter TV hier aus dem Schwelmer Reisemobilcenter bei der Firma Büsken. Ja, an der Kamera ist der Sven Jonsen. Guten Morgen. Genau, den sehen wir uns gleich nochmal an. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir stehen vorm KAI. Der KAI ist ein voll integriertes Reisemobil von Mobilwetter, unserer italienischen Designmarke. Und das ist ja die Königsklasse und damit mit dem KAI steigt eben auch Mobilwetter in die Welt der voll integrierten Reisemobile ein. Und Charaktermerkmal von unseren Reisemobilen der Marke Mobilwetter ist ja dieses ausgesprochen schicke und italienische Design in Anlehnung an den Yachtbau. Und der Sven Jonsen und ich, wir gehen jetzt einmal ums Fahrzeug drumherum. Man sieht jetzt hier schon die sehr schöne Frontpartie mit der tollen Eigendynamik, mit den schwarzen Designelementen, die nach hinten ansteigend sind. Und dadurch bekommt der Wagen schon im Stehen den Charakter, als wäre er in Bewegung. Ja, die seitliche Linienführung. Ich mache gerade mal hier die Türe zu. Das ist XL-Türe übrigens, 60 cm. Die seitliche Linienführung nimmt also das Design der Frontpartie auf, auch wieder nach hinten ansteigend. Farben immer in Weiß, passend zur Yacht, Grau und Schwarz, besonders elegant. Und ja, hier im unteren Bereich schließen die Fahrzeuge immer mit dieser Applikation in Grau-Metallic ab. Das eben auch so ein bisschen so ein Schmutzschutz und Spritzschutz, damit nicht direkt nach oben hin alles dreckig wird. Wir haben hier, ich schimm mal gerade hier unsere Säule weg, so. Wir haben jetzt hier dieses Fahrzeug, wo ich gerade dran vorbeigehe, mit einer Option, nämlich mit einem Outdoor-Paket bestellt. Beim Outdoor-Paket haben wir dann hier einen Gas-Außenanschluss, das ist super praktisch, da können Sie zum Beispiel ein Kochfeld dran anschließen, da könnte man einen Gasgrill dran anschließen oder auch, ich weiß gar nicht, ob es das gibt, einen 30 Millibar Heizstrahler. Herr Jonsen, meinen Sie, gibt es das? Wenn nicht, müssen wir sowas erfinden. Müssen wir sowas erfinden, genau. Ne? Da können Sie dann Markise rausfahren und den Heizstrahler vielleicht einstellen. Naja, auf jeden Fall Gas-Außenanschluss im Outdoor-Paket. 230 Volt und 12 Volt. Wir können einmal so ein bisschen ranzoomen. Genau, und auch noch entsprechend Antennen. Antenneneingangssignalaufnahme im Outdoor-Paket und abgerundet wird das Outdoor-Paket dann mit der Außendusche. Vielleicht gehst du einmal kurz hier so rum. Ich mache mal unsere Garage auf. Das ist ja auch eine XL-Türe, ne? Kann man nicht anders sagen. Wunderbar groß, ja. Riesig groß und auf der anderen Seite auch. Ich zoome mal da hinten rüber. Genau. Ich gehe mal eben rum. Genau. Du kannst ja mal hier in Bereitschaft bleiben. So, gucken Sie mal hier. Also, wir haben immer das auf Serie bei Mobilwetter. Wir haben also nicht nur eine große Türe auf der Panoramaseite, also auf der Eingangsseite, sondern wir haben sogar zwei. Und das ist besonders schön, weil dann haben Sie Möglichkeit, Fahrräder von beiden Seiten hier unterzubringen. Ich gehe jetzt gleich mal und hol mal ein Maßband und mess mal. In der Zeit kann der Herr Jonsen vielleicht mal so ein bisschen hier reinfüllen. Ich hol mal das Maßband. So. So, schon wieder da. Hervorragend. Genau. Und jetzt messen wir mal, weil das ist ja immer interessant, ne? Weil dann ist ja so, wissen Sie, da steht der da und erzählt von den Türen, wie groß die sind und keiner weiß, wie groß sind sie denn. Und dafür haben wir ja das Maßband. Jetzt messen wir mal nach für Sie. Wir haben also eine sehr schöne Breite. Die hat also jetzt ehrliche 85 cm, würde ich mal sagen. Was? Ja, ne? 84,5, 85, ne? Und eine Höhe. Die Höhe ist, Moment, ja, 1,14,5. Ja. 1,14,5, auf der anderen Seite genauso, da kriegen Sie ordentlich was rein.
können Sie Ihre Fahrräder im Prinzip so reinschieben, ganz ideal. Wir hatten eben über das Outdoor-Paket gesprochen und was auch dann noch mit dabei ist, hoppsala, ist die Außendusche, die haben wir jetzt hier. Und so eine Außendusche ist ja praktisch. Ne? Da können Sie ja zum Beispiel mal einen Hund mit sauber machen oder eine Erfrischung geben oder die Schuhe sauber machen. Was kann man noch machen, Herr Jonsen? Die Fahrräder nach einem guten Mountainbiking abspritzen. Fahrräder können Sie sauber machen. Ne? Sie können auch einfach mal Ihren Liebsten mal so ein bisschen erfrischen, so aus der Entfernung, so mal zack, ne? Alles in der... Vorsicht, Vorsicht, da ist Wasser drauf. Ne? Ja, also. Ja, das ist Druck drauf. Ne? Ja. Und mal eben mal so ein bisschen. Jo, ja. Funktioniert. So, also Außendusche ist auch mit dabei. Dann, Chris hat drauf hier, ja. Hier haben wir einen Lichtschalter, guck mal, Lichtschalter können wir betätigen und wir haben also eine Laderaumbeleuchtung, auch sehr schön in LED, ne? Besonders stromsparend, gehört auch mit zur Serienausstattung und wir haben noch da hinten so ein Chromelement, da gehe ich nochmal rum, ich gehe mal hier rein gerade. Ist ja groß genug. Ja, also wir haben auch ein anderes Video. Ne? Da haben wir in dem anderen Video, da ist der andere Kollege, der Christian Schneider, der sagt, hören Sie mal, hier können Sie sich auch reinlegen. Ne? Oder wenn Sie einen Schnarcher haben, ne? Den Schnarcher verbannen, ne? Der hat dann auch eine Steckdose hier. Und die ist 230 Volt. Können wir ranzoomen, Chris hat hin? Ja. So ein bisschen. So, der Vorteil von der Steckdose hier im Laderaum ist also der, dass Sie hier auch prima mal die E-Bikes laden können. Ne? Oder wenn Sie jetzt nochmal eine zusätzliche 230 Kühlbox mitnehmen möchten, um vor Ort, wenn Sie Außenstrom haben, das ist natürlich die Voraussetzung, dann können Sie also hier auch noch eine Kühlbox reinstellen oder andere Dinge, die Sie eben mit 230 Volt betätigen möchten. So, also hier ist Platz satt. Wir haben hier, wir können ja mal gerade messen hier. Ich bin ja hier wieder wunderbar drin. Wir müssten ungefähr 2,8 Meter, glaube ich, haben. Nee, ist sogar mehr. 2,18 sind sogar knapp. Sagen wir mal 2,16 Meter Innenraumlänge hier für so den Laderaum. Das ist schon ordentlich, oder? Das ist richtig groß. Ja. Kann man auch andere Sachen reintun außer Fahrräder. Stühle, ja. Tisch. Stühle. Der ein oder andere fragt auch mal, Mensch, kann ich einen leichten Motorroller mitnehmen? Auch den kriege ich hier gegebenenfalls rein aufgrund der hohen Höhe. Ja, genau. Ja, wir haben ja zum Beispiel hier noch so ein paar Roller zufällig stehen. Genau. Ne? Von NIO, so Elektroroller. Die kann man direkt passen. Aufladen. Könnte man theoretisch reinstellen, ne? Genau. Ja, also oder Stand-Up-Pedals, ne? Das kann man auch machen. Schöne Freizeitbeschäftigung am See oder so, ein paar Stand-Up-Pedals rein. Super. Ja, also der Laderaum ist toll, finde ich. Und wir gehen mal weiter rum. Da ist jetzt Folgendes, das ist nämlich eine, das kann man jetzt auch wirklich, wissen Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist so. Bei Mobile Wetter, da haben Sie also tatsächlich drei Schokoladenseiten. Ne? Vorne, die Seite und hinten. Und ich glaube, da lohnt es sich wirklich, wenn wir mal ein bisschen zurückgehen und uns diese tolle Heckansicht hier von unserem Mobile Wetter KAI, unserem voll integrierten Liner mal anschauen. Auch wieder das Aufgreifen der Designkomponenten. Vorne von den Scheinwerfern, wie wir in der Anfangsphase hier von unserem Video gesagt haben, die Dynamik, die eben hier in der Form steckt, die haben wir hier auch sehr schick und elegant in dem Grau Metallic. Das wird eben wieder aufgegriffen von dem unteren Flankenschutz und endet dann da oben im ganz stolzen Mobile Wetter Schriftzug. Und natürlich nochmal mit dem Design-Logo. Also ich finde, ist ein echtes Highlight. Kann man wirklich sagen, oder? Wunderschön. Einer der schönsten, wenn nicht der schönste oder die schönste Heckansicht. Ja. Super. Und jetzt ist das Schöne, die schönste Heckansicht kriegen Sie eigentlich bei allen Mobilwetterfahrzeugen. Die Designkomponenten werden immer wieder aufgegriffen. Ja, wir waren eben im Bereich vom Laderaum, haben wir uns die Außendusche angeschaut. Wir können hier nochmal reinschauen, wir haben also hier noch ein schönes Ablagefach, ne, für Kleinutensilien. Das hier unten ist ganz wichtig für die Campingprofis, die wissen es. Hier ist das Frostsicherungsventil von der Heizung. Wir haben hier eine Truma-Kombi-Heizung, in dem Fall jetzt eine Dieselheizung, serienmäßig ist eine Gasheizung. Und der Boiler fasst 10 Liter, Sie können das Wasser aufheizen zwischen 50 und 70 Grad Celsius. Und sollte die Temperatur an diesem Sensor unter 3 Grad fallen,
springt hier unten so eine Bimetallsicherung raus und der Boiler läuft leer. Da brauchen Sie sich also ja keine Gedanken machen, dass das platzt oder so. Und vor allem auch mit einem Handgriff mal eben zu betätigen. Ne? Könnte man jetzt hier einfach dran drehen. Wir haben aber ja eben gesehen, auf der Dusche war Druck und wenn ich das jetzt aufmache, man kann es auch manuell öffnen, würde jetzt hier alles unter Wasser stehen, deswegen mache ich das erstmal nicht. Aber das ist eben eins der wichtigen Dinge, dass man hier gut drankommt. Ne? Ablagefach und hier oben ist dann auch noch mal ein kleiner Stauraum, den Sie sehr schön nutzen können und auch mal eine Tür zumachen, damit nichts rausfällt. Auch der gehört mit zur Serienausstattung. Ja, ganz wichtig noch, hatten wir eben versäumt zu erwähnen, unter der Dusche, ich gehe jetzt hier mal aus dem Bereich des Filmens raus, dann zoomt der Herr Jonsen nochmal unter der Dusche, ist ein Heizungsaustritt. Das heißt, wenn Sie also den Schnarcher hier nach hinten in den Laderaum verbannen, der hat auch nicht nur 230 Volt eine Dusche, sondern auch noch eine Heizung. Und da haben wir unten den Auslass. Vielleicht einmal ranzoomen da hinten. Weiß nicht, kriegst du das hin? Ja, ja unten, man sieht's. Da unter der Dusche, da ist der Heizungsaustritt. Und ich denke, also rundet den fantastischen Laderaum jetzt hier einfach auch nochmal ab. Hier sehen wir jetzt die Heizung. Ich hatte eben angesprochen, es ist eine Dieselheizung. Erkennen Sie direkt an der rechteckigen Formgebung der B- und Entlüftung. Eine Gasheizung hat so ein rundes Schornsteinelement. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir dann die Kassettentoilette. Und die Kassettentoilette ist eben der Klassiker. Wir haben also hier so einen grauen Tank mit einem wunderbaren Bügel, sodass wir also ganz schick und elegant damit also zur Entsorgungsstation gehen können, ne, und ja, ihre Bedürfnisse dann da wegbringen können. Das ist jetzt so seit einigen Jahren, dass sie also hier so mit diesen Rollen unterwegs sind. Früher musste man das Ding tragen, aber ich finde also eine super Sache, dass das jetzt hier so ist. Herr Jonsen, früher? Ja, ich erinnere mich auf dem Campingplatz, wenn dann die Leute immer mit dem Fahrrad fuhren und hatten das hinten auf dem Gepäckträger drauf. Ne? Ja, besonders lustig war es dann, wenn die Strecke so ein bisschen... Mir ist jetzt aber auch mal passiert, dass die... Naja, wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie können sich vorstellen, was wir dann erlebt haben. Und Sie müssen sich... Ist ja so, auf dem Campingplatz, da ist ja, müssen wir jetzt nochmal so für die Neueinsteiger, da haben sie ja dann praktisch die Parzellen, in der Mitte ist die Straße und alle sitzen praktisch vor ihrem Fahrzeug, ne? Entweder dem Wohnwagen oder dem Reisemobil, ja? Und man sitzt dann da und dann passiert ja irgendwas, ne? Wartet ja jeder drauf, dass was passiert und dann, ah guck mal, die bringen ihre Toilette weg mit dem Fahrrad, oh. Dann sieht man schon in der Entfernung, sieht man schon, das könnte ein Problem geben. Ne? Und dann passiert es. Dann passiert es tatsächlich und alle sitzen draußen. Ja, einmal passiert es also und dann das nächste Mal nimmt man dann die Gummispannbänder dann doch mit. Wo dann meine Frau gesagt hat, willst du das nicht lieber mit den Gummispannbändern befestigen? Und ich dann gesagt habe, ach komm, für die paar Meter geht so. Ich habe dann Lehrgeld bezahlt. So, kommt hier wieder rein. Ich glaube 17 Liter, ne? Die ist groß, das sind 17 Liter, meine da, ich auch. Ne? Da kann man ordentlich. Also 17 Liter ist schon ein schönes Volumen, kann man sehr schön benutzen. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir dann den Gasstauraum, also für die Gasflaschen. Dieses Fahrzeug ist ausgestattet hier mit einem Absorberkühlschrank. Absorberkühlschränke werden mit Gas betrieben, mit 230 Volt oder mit 12 Volt. Während der Fahrt dann mit 12 Volt, vor Ort dann entweder mit 230 Volt oder Gas. Es besteht auch die Möglichkeit, einen Monocontrol oder Duocontrol zu verwenden. Das kann man dann einbauen. Und mit dem Mono- oder Duocontrol können Sie dann auch während der Fahrt mit Gas kühlen. Ne? Der hat jetzt keinen Mono- oder Duo-Kontroll, der würde also jetzt hier mit der Fahrt, während der Fahrt mit 12 Volt die Kühlleistung sicherstellen, dieses Fahrzeug hier. Aber 2x11 Kilo ist schon wirklich gut, also damit kommen Sie gut zurecht. Hier in dem Fall, wie gesagt, Kühlschrank und Kochfeld und wenn Sie jetzt keine Dieselheizung haben, natürlich auch dann entsprechend die Heizung.
Zustromung haben wir hier, 230 Volt. Das ist Ihnen wichtig zur Nutzung aller 230 Volt Aggregate im Innenraum. Bei dem Fahrzeug ist es so, der ist im Grunde genommen auf 12 Volt ausgelegt. Der funktioniert eigentlich alles mit 12 Volt. Aber es gibt ja dann schon mal Leute, die ihren Thermomix mitnehmen wollen, wissen Sie? Und wenn Sie einen Thermomix mitnehmen wollen, dann brauchen Sie 230 Volt. Ja. Oder wenn Sie irgendwie so eine Kaffeemaschine oder so mitnehmen möchten, so eine Senseo auch. Die Alternative ist, Sie nehmen einfach Kaffee zum Kaffeepulver zum Aufschütten. Ist, aber wenn Sie nach Dubai fliegen, ist das der gleiche Kaffee auch zum Aufschütten, so auf heißem Wasser. Geht auch, dann braucht man nicht immer auf der Jagd nach den 230 Volt zu sein. Ja, und hier ist dann die Wasserzuführung. Ne? Wird dann alles bestückt mit Wasser. Es ist also auch so, wir haben ja auch eine Website. www.mobilwetter-reisemobile.com. Da können Sie drauf gehen. Da haben wir dann auch einen Konfigurator, wo Sie ganz viele Informationen auch bekommen, alle technischen Daten, Füllstände etc. zu der kompletten Modellreihe von Mobilwetter. Da können Sie Ihre Wunschausstattung auswählen, uns das einfach schicken und wir gucken mal drüber und schicken Ihnen dann mal einfach eine Aufstellung zu. Also unter www.mobilwetter-reisemobile.com auf den Konfigurator gehen. Kleiner Tipp am Rande. Ja, und hier, da brauchen wir mal den Schlüssel. Den hole ich mal gerade. Hier haben wir dann praktisch den Tank. Also nicht den Tank, sondern die Tankversorgung. Da haben wir diesen Kraftstofftank und hier AdBlue. Und auch super zugänglich, finde ich. Ne? Super. Auch wieder ganz elegant integriert hier in das Gesamtkonzept. Ja, jetzt sind wir einmal drumherum und dann würde ich doch sagen, dann gehen wir mal rein. Ne? Einfach nochmal hier so ein bisschen vielleicht dieses tolle, ach so, Fenster. Ne, wir haben also Rahmenfenster. Rahmenfenster sind gegenüber vorgehängten Fenstern also auch wieder eine Besonderheit, weil die stabilisieren die Karosserie und ja, in dem Fall sind sie jetzt von Seitz. Wir haben da unterschiedliche Lieferanten, durch das verbaut, was gerade da ist, auf jeden Fall immer Rahmenfenster mit Verdunklung und Fliegenschutz. Rückfahrkamera haben wir jetzt hier oben integriert und da haben wir eine Doppelfunktion, einmal für den Bereich, für den Rangierbereich hier im hinteren Bereich, wo ich jetzt stehe, und dann haben wir auch noch die Rückspiegelfunktion, wo Sie dann die Möglichkeit dann haben, den nachfolgenden Verkehr zu beobachten. Oder auch wenn Sie mal in Kolonne fahren oder so, können Sie dann mal gucken, was machen denn die Jungs oder die Mädels hinter uns. Ne? Das ist auch dann mit dabei. So, ich hatte eben schon gesagt, wir haben also eine besonders komfortable Eingangstüre. Das heißt jetzt hier 60 cm. Das ist also auch schon wieder was Besonderes, kann man sagen. Oftmals sind die Türen doch noch mal so 5 bis 10 cm schlanker. Wohl? Ja, um die 50 sind die meistens. Meistens um die 50. Integriert in der Türe dann auch eine Entsorgungsstation oder auch natürlich eine Scheibe mit Verdunklung. Im Eingangsbereich auch mit dabei ist dann die Fliegenschutztüre, die mit zum Serienumfang gehört. Und ja, dann können Sie eintauchen in italienisches Fahrzeug-Innendesign. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kommen Sie mit, es wirkt jetzt richtig toll. Die ersten Designmerkmale sehen Sie schon, wenn Sie hier den Eingangsbereich beschreiten, den fantastisch gearbeiteten Griff hier, das Steppdesign mit toller Tasche. Das geht dann jetzt hier in dem Bereich weiter. Es werden immer die Polsterfarben und auch das Polsterdesign aufgegriffen. Beleuchteter Spiegel und dann eben hier, ja, Yachtdesign. Ja, der Sven Jonsen, der hat auch mal so einiges so im Nautikbereich gemacht, wohl, aber das erinnert einen dann doch stark an schöne Yachten, oder? Wie sagte ich vorhin, das könnte ich mir auch noch vorstellen. Könntest du dir vorstellen. Ja, ne? Wunderbar. Ja. Ich übernehme mal gerade die Kamera, dann gucken wir uns auch mal den Sven Jonsen an. Den können Sie auch anrufen. Komm mal rein. Jawohl.
So, da ist er. Hallo zusammen. Genau, der hat also jetzt. Also eins muss man sagen, der Sven Jonsen ist in der Kameraführung also wesentlich besser als ich. Oh, das glaube ich nicht. Ja, doch. Ich bin da nicht so versiert. Aber ja, ich würde sagen, Herr Jonsen, setzen Sie sich doch mal hin. Und dann erzählen wir. Wir haben also jetzt hier, kann man sagen, face to face. Ne? Ja, man kriegt ja richtig Lust direkt, ne? So, wenn man das Auto hier sieht, dieses Fahrzeug, wunderbar. Also ich habe ja einen Vorteil. Ich bin ja bald im Urlaub. Jetzt sind ja nur noch wenige Tage. Wir haben ja eben noch darüber gesprochen. Ich würde den ja gerne mitnehmen. Du würdest den mitnehmen, ne? Ja, okay. Könnte ich mir vorstellen. Wunderschön. Das Design mit dem Holz, es ist einfach bildschön. Ja, ist auch, muss man auch sagen, ist auch eine Sache frisch, ne? Also ist jetzt nicht irgendwie Bieder oder nein, so, ne? Ganz im Gegenteil. Ganz. Also ist, kann man sagen, wirklich auch recht modern. Ich setze mich mal gerade gegenüber, rück mal gerade der Polster so. Wir haben also Face-to-Face hier. Das ist sehr schön. Sie haben also wirklich die Möglichkeit hier ganz bequem zu sitzen mit, würde ich mal sagen, 6 Leuten. Das geht, ja, ne? Ja. Vielleicht kannst du einmal auf den zeigen, Fahrersitz rutschen. Ja, und das ist natürlich nicht nur ein Sitz, das ist ja schon ein Sessel. Fahrersessel, so. Genau. Genau, ich lege mal mein Bein hier so drauf. Jetzt habe ich ja Schuhe an. Also wenn man jetzt mal sagt, man möchte gerne mal die Füße hochlegen oder so, also ich würde sagen, toll. Ne? Super. Also da vorne haben wir auch noch ein Fernsehen, da gucken wir uns gleich nochmal an. Und ja, vielleicht setze dich auch mal darüber. Ja, dann schwenke ich mal weg. Ja, dann gehe ich mal zum Fernsehen. Genau, wie andere Geschichte. Ja. Oder erstmal den Tisch vielleicht. Ja, ne? Das ist ein Highlight. So, gucken Sie mal den Tisch. Ne? Den können Sie also hier so machen. Und dann können Sie den auseinanderklappen. Zack. Und der ist dann wiederum noch variabel in allen Bereichen. So dass Sie also hier auch wirklich, wir sprachen eben von 6 Personen, also hier können Sie wirklich doch ganz toll sitzen und schöne Mahlzeit zu sich nehmen, wenn Sie es möchten, so. Und wenn Sie es kompakter haben möchten und einfach mal so ein bisschen sagen, komm hier, ein bisschen hier lümmeln und so, reicht das ja auch aus. Ja, ich gehe mal hier hoch, also der Sven Jonsen, der sitzt also sozusagen jetzt parallel zu dem, wo ich eben gesessen habe. Und wir haben jetzt hier Fernsehen, das ist also so ein Multimedia-Paket, was Sie bestellen können. Da ist dann ein TV-Gerät mit dabei und da ist auch ein WLAN-Empfangsmodul mit integriert, sodass Sie also die Möglichkeit haben, Streaming-TV zu empfangen. Sie bauen dann in Ihrem neuen Mobilwetter KAI sozusagen Ihr eigenes WLAN-Netz auf und könnten Sie zum Beispiel Urlaub nennen, oder? Was können wir noch sagen? Freizeiturlaub, Erholung. Ich bin ja quasi hier so ein bisschen, ich lehne mich hier, man sieht es zum Glück nicht. Ne? Ich habe hier mich so richtig hingelümmelt und stelle mir gerade vor, da läuft ein schönes Fernsehprogramm. Ja. Herrlich, ja, also ein schönes Glas Wein auf dem Tisch. Ja, eine Flasche. Ah. Also man muss ja sagen, normalerweise ist ja dieses Jahr ist ja sozusagen wirklich ein besonderes Jahr, weil klar, es ist ja jetzt sozusagen der Start in die neue Saison und man kann dann in seltenen Fällen nur sagen, dass man also die Fußball-WM dann ja auch noch zum Jahresende gucken kann. Ne? Aber sonst haben sie natürlich mit dem Fernsehen hier auch im Sommer alle Möglichkeiten, Schlechtwetterphasen zu überbrücken. So, ich schwenke mal hier rüber. Sehen Sie? Dann können Sie das also noch so individualisieren hier. Können Sie sich den Bildschirm auf Ihre Bedürfnisse einstellen. Und der hat auch einen DVD-Player mit dabei, auch in diesem Paket drin. Alles integriert und ich würde sagen, das ist also auch eine runde Sache hier. Auf jeden Fall. So, ich pack's mal wieder zurück. So. So. Fest. Ja. Wir haben also, ich mach mal einfach so ein bisschen weiter, oder? Sehr gut, sehr gut. Ja, ja. Ja, ich mach mal weiter. Oberschränke. Und auch hier sieht man auch wieder die besondere Eleganz jetzt, die wo Mobilwetter Wert drauf legt. Wir haben fantastische, ganz hochwertige Griffelemente hier und dreifach verstärkte Oberschrankklappen. Und ich habe dann auch schon mal in einer ähnlichen Variante gesehen. Und dann habe ich mal gezählt und jetzt zähle ich mal hier durch, damit Sie einfach auch wissen, das ist eine substanzielle Qualität, die wir hier haben. Also ein Scharnier ist mit 8 Schrauben fest und dann haben wir 3. 8, 16, 24.
Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, 24 Schrauben, eine Oberschrankklappe, da passiert nichts. Das ist das Entscheidende. Wissen Sie, dass Sie auch, wenn Sie mal Strecke fahren, dass Sie dann da nicht irgendwie was halb zusammengebasteltes haben, sondern dass Sie hier wirklich eine substanzielle Qualität haben. Also die hier hat 24 Schrauben, die Oberschrankklappe, die auch. Die Oberschränke, die sind auch, ich weiß nicht, siehst du, kriegst du das drauf? Die Oberschränke, die sind also auch hier mit so einem Zwischenablageelement versehen, sodass sie auch hier mit so einem Kantenschutz dann nichts rausfallen kann. Also wirklich sehr, sehr zweckmäßig in Art und Ausführung. Küchenbereich, wir haben also hier ein sehr schönes Kochfeld und was jetzt ganz wichtig ist, hier kriegen sie auch ordentliche Töpfe drauf. 18 cm Durchmesser, das ist schon ordentlich, kann man sagen. Ne? Ja, ist immer wieder ein Thema bei einer Dreier-Kochgelegenheit, wenn die so klein ist und man kriegt gar keine Töpfe drauf. Genau, da haben sie dann drei Kochstellen und können eben nur zwei Töpfe stellen. Aber hier ist tatsächlich Platz. Also hier kann man Nudeln kochen, hier die Soße und hier, ja, es gibt ja die Leute, die können auf das Fleisch nicht verzichten. Da schmeißt man da noch irgendwas in die Pfanne. Also da geht ordentlich was drauf. Und das Ganze natürlich mit Piezo-Zündung. Willst du mal dran packen? Ja, besser nicht. Genau. Und über Gas eben, ganz klar. Hier unsere Designspüle. Da haben wir also dann die Möglichkeit, hier dieses Element als Ablageelement hier oben einzulegen. Und was auch hier interessant ist, wir haben einen super Durchmesser. Das heißt, wir haben ja große Töpfe, haben wir ja eben gesagt. Und dann haben wir auch einen schönen Durchmesser, um das Ganze unterzubringen. Also wir sind jetzt hier tatsächlich vom Innendurchmesser 35 cm. Ja, kriegst mal eine große Pizzateller rein. Das ist schon ordentlich. Ja. 35 cm. Ja, einen schönen Wasserhahn hier, ne? Schön gemacht. Und alles dann auch hier mit diesen indirekten Beleuchtungen. Also wir haben hier auch ein fantastisches Lichtdesign. Können wir auch hier vielleicht im Boden mal schauen. Also auch hier indirekte Beleuchtung unter den Schränken. Man kann alles einzeln auch ansteuern, sodass er also im Grunde genommen ihre Wohlfühlatmosphäre oder ihre Stimmung dann bestimmen können hier. Ne? Und dann eben mit dem Gläschen Rotwein begleitend, oder? Ja. Ja. Und bevor wir jetzt aufhören mit der Küche, ja, und dem Rotwein, was macht man denn nach anderthalb Flaschen Rotwein? Nach anderthalb Flaschen, ja, Rotwein? 0.30 Uhr, anderthalb Flaschen Rotwein. Ich kann es fast nicht erwarten. Du musst es zeigen. Ja, also das Bett meinst du. Jawohl. Genau. Da gucken wir uns auch noch an, aber ich mache den Küchenblock noch fertig. Und zwar haben wir jetzt hier mitbestellt einen Backofen. Ja, den sehen Sie jetzt hier. Der ist... ich bin so ein Backofen-Fan, wissen Sie, weil da kann man alles mal Mögliche mal reinpacken. Man kann morgens mal ein paar Brötchen aufpacken, weil man weiß ja nicht, wo man landet. Ne, die haben wir dann hier zum Beispiel in unserem tollen Stauraum drin, wo sie natürlich auch andere Dinge drin unterbringen können, wie Schuhe. Ja, Brötchen hier rein, das geht zum Frühstück. Schön frisch aufgebackene Brötchen, schön knusprig. Was kann man sonst noch reintun? Auflauf, ne? Alles. Auflauf ist auch immer gut, oder? Auflauf ist gut. Auflauf ist gut oder, ja, egal, Pizza geht ja notfalls auch. Die schnelle Pizza unterwegs, ja, genau. Also Kuchen, sonntags. Ja. Die Mutti macht einen Kuchen, sensationell. Genau, Kuchen geht auch. Also man kann mit dem Backofen im Prinzip alles anstellen und ich finde eine sehr, sehr schöne Ergänzung, weil wir ja auch vor allem auch noch genug Platz haben. Wir haben die riesigen Oberschränke gesehen. Hier ist übrigens die Elektronik, hier haben wir die 230 Volt Sicherung und die Gaszufuhr, die man dann steuern kann. Hast du die drauf? Habe ich drauf. Ja, da siehst du da. Für Backofen, Kühlschrank, Heizung und Kochfeld. Heizung natürlich nur, wenn es eine Gasheizung ist. Ja, Apothekerschrank ist natürlich auch mit dabei. Und zwar haben wir hier einen Dreifachen. Hier ist erstmal der Besteckkasten. Dann haben wir als nächstes hier die Möglichkeit, alle möglichen Dinge unterzubringen, vielleicht Töpfe oder so, Teller, Töpfe. Und dann haben wir hier dann auch noch mal eine Möglichkeit, Gewürze oder andere Dinge eben. Ne? Auch hier mit Soft Close, ne? Zack, Urlaub. Das brauchen Sie gar nicht richtig selber zumachen, macht dann Mobile Wetter direkt schon ab Werk. Ja, also das haben wir, Backofen haben wir, Schrank haben wir.
kommt der Kühlschrank. Der Kühlschrank. Ja, Kühlschrank ist riesig. Ne? Wir haben also hier im unteren Bereich tatsächlich ja, unendliche Weiten des Stauraums. Ne? Also das ist rundlich tief. Dieser Kühlschrank, der ist auch wirklich sehr schön gemacht, weil er übersichtlich ist. Ne? Wir haben unten auch die Glaselemente, wo man eben schauen kann, was haben wir da untergebracht. Das ist ja oftmals für irgendwie Salat, glaube ich, macht man da unten. Ne? Obst und Salat, oder? So, ja, okay. Ich denke schon. Ne? Wie der Salat heißt, ist egal. Hauptsache Fleisch, oder wie war das? Genau. Dann haben wir ein Gefrierfach. Das ist natürlich ganz wichtig für die Eisstücke. Ne? Für den Ramazzotto, für den Uso. Oh. Ja, das muss da drin untergebracht werden. Sie können natürlich auch mal ein paar Reibekuchen da reinpacken. Ne? Nehmen Sie sich ein paar Reibekuchen mit, die können Sie dann auftauen. Und dann nutzen Sie draußen Ihren Gaskocher oder Ihren Gasgrill und stellen da eine Pfanne drauf. Und dann braten Sie draußen Reibekuchen. Hören Sie mal, da sind Sie die Könige des Campingplatzes. Ne? Dann kommt, oh, guck mal, da riechst du da Reibekuchen. Kriegt man doch jetzt schon wieder Hunger, oder? Ja, und dann der schöne große Tisch, wenn immer ein etwas schlechteres Wetter ist, wobei es gibt ja kein schlechtes Wetter, ne, dann könnte man sich mit 6 Mann hier wunderbar Reibekuchen im Fahrzeug, genau, unfassbar. Ja, und hier oben haben wir dann noch einen Schrank. Ne? Hier sind jetzt verschiedene Steuermodule drin, untergebracht. Neben der Anlage jetzt hier fürs Fernsehen haben wir auch hier die Photovoltaik-Steuerung drin. Und hier wäre auch die Möglichkeit, zum Beispiel dann eine Steuerung unterzubringen für eine Satellitenanlage, die dann noch oben auf dem Dach kommt. Dann ist man auch unabhängig vom WLAN-Netz. Ne, das wäre auch möglich. Ja, ansonsten haben wir hier noch die Betätigung für den beheizten Abwassertank. Und alles sehr schön in einer schönen Höhe. Das ist die Heizungssteuerung. Damit, wenn Sie jetzt hier stehen, sich nicht groß verbiegen müssen und direkt auf den ersten Blick alles im Auge halten. Ja, dann gehen wir mal nach hinten. Und das ist jetzt natürlich wirklich besonders schön, weil wir haben jetzt hier ein Badezimmerkonzept. Ich gehe mal hier in die Dusche. Wir haben jetzt hier ein Badezimmerkonzept, wo wir eine Dusche gegenüberliegend haben von der Toilette. Und man kann durch die intelligente Konstruktion, die wir jetzt hier bei unserem Mobile Wetter KAI haben, aus diesen beiden Einzelräumen, kann man hier jetzt sozusagen eine kleine Wellness-Oase schaffen. Ja, und da zeige ich Ihnen mal, indem wir jetzt hier mal diese Tür hier rüber machen. Die schließt jetzt und gucken Sie mal, jetzt haben wir hier tatsächlich ein riesiges Badezimmer. Ich gehe mal hier durch. Ich muss also wirklich 2-3 Schritte machen, um von der einen, ich übernehme mal gerade, ja, um von der einen, von dem einen Bereich dann in den anderen zu kommen. Ne, wenn Sie das jetzt hier sich mal anschauen, also ich, gucken Sie mal da, ich bin jetzt hier gerade am Filmen. So, das da oben ist übrigens dann auch sehr schön. Da haben Sie so einen Schrank. Ne, den können wir mal aufmachen. Da haben wir dann hier 2 Ablagebereiche, ne? Da können Sie sich schön aufteilen für Männlein und Weiblein. Gebe doch keinen Ärger, ne? Guck mal, ich bin auf meiner Seite, du bist auf deiner Seite. Hier haben wir dann die Betätigung für die Beleuchtung. Wir haben noch eine tolle Dachluke hier oben zum Ablüften, natürlich auch mit Verdunklung und Fliegenschutz. Dann hier Design-Waschbecken, eine praktische Ablage noch für Hygieneartikel und natürlich hier unten noch den entsprechenden Unterbringungsbereich. Man sieht auch so ein paar Leitungen. Gucken Sie mal, und ganz wichtig auch, das ist also auch sehr selten, in richtiger Siphon, wie zu Hause in der Küche, wo also, wenn dann mal mit den Jahren irgendwann das Wasser vielleicht nicht mehr so gut abläuft, können Sie dann einfach mal den Siphon betätigen oder sauber machen. Ja, das ist kein Geheimnis, was dort ist. Das ist die Toilette. Ich mache sie mal auf. Was wir jetzt hier haben, und das unterscheidet eben auch dieses Fahrzeug von vielen anderen Modellen. Wir haben also eine Toilette, die von der Höhe wirklich so konstruiert ist, dass man auch gut drauf sitzen kann. Ne? Weil ist so, man muss ja bequem auf der Toilette sitzen. Und Mobile Wetter ist ja eine italienische Marke. Ne? Die kommt ja aus Italien, aus der Toskana. Und in Italien ist ja so, da gibt es ja eine andere europäische Durchschnittsgröße, eher kleiner. Und deswegen ist die Toilette nämlich total
super gemacht. Man kann sich dies nicht so hoch. Wissen Sie, man sitzt hier wirklich sehr, sehr bequem. Und durch dieses Raumbad, was wir jetzt hier haben, auch wirklich überhaupt nicht eingeschränkt. Man kann also jetzt hier theoretisch auch viel Zeit verbringen. aber ist wirklich angenehm. Der Herr Jonsen hat ja die Kamera. Ich stehe jetzt mal auf und zeige Ihnen noch ein Merkmal. Und zwar, ich gehe jetzt mal in den Schlafzimmerbereich. So. Und der Herr Jonsen geht mal da, genau. Also Dusche riesig, ne? Schöne Ablage dann noch für Duschdass oder ähnliche Produkte von Aldi oder Lidl. Ja, und dann natürlich, wie es sich gehört, unsere Design-Dusche und die indirekte Beleuchtung, ne? Das Ganze schön im Teakholz-Design hier, so dass man auch wirklich hier von einem ganz besonderen Bereich sprechen kann. Aber jetzt stellen Sie sich vor, wir haben eben gesagt, Sie sitzen da mit 6 Personen, essen die Reibekuchen und irgendeiner muss mal im Klo. Ja, und das ist ja auch ein ganz natürliches Bedürfnis. Jetzt ist ja draußen am Regnen, weil haben wir ja gesagt, das ist man ja nicht drin. Das heißt, die haben keinen Bock, durch den Regen zu rennen. Und dann, ja, dann kommen dann die bei uns. Ne? Und damit jetzt nicht jeder hinten in den Schlafzimmerbereich reingucken kann, können Sie also ganz einfach, bevor dann die Gäste kommen, alles ins Schlafzimmer packen, aufs Bett schmeißen, sozusagen. Und dann machen Sie einfach hier diese Türe zu. Moment, ich muss mal eben hier, die ist noch fest. So. Und dann, Sven, musst du jetzt was sagen. Ja, weg ist er, würde ich sagen. Jetzt habe ich hier ein richtiges Badezimmer. Ja, man könnte fast sagen, das haben manche Leute zu Hause nicht. Wunderbar groß. 2 Türen, 1 ins Schlafzimmer, 1 Tür nach vorne in den Wohnraum, komplett abgeteilt. Keiner sieht, wie es im Schlafzimmer aussieht. Toll, super. Und auch wieder die wunderbare Türe, die Form und die Art, die Qualität. Also man fühlt auch richtig das Holz hier. Ne? Ja, super. Also das kann man sogar hören. Mhm. Ne, die Struktur und so. Ne? Also schön gemacht. Ja, ich finde es schön. Und dann kann man es dann hier wieder sichern. Das Ganze hier, das kennen wir auch aus dem Nautikbereich, hier diese Sicherungsknöpfe. Da wird immer hier und da finden Sie dann so Yachtdetails, wissen Sie? Da denken Sie, Mensch, das irgendwie, das erinnert mich jetzt wieder an so eine tolle Yacht oder so. Und das ist ja auch die Tradition der Marke, weil Mobil Wetter in der Gründungsphase hochwertige Yachten eben innen mit Möbeln ausgestattet hat. Also ist ein Möbelhersteller und irgendwann ist dann die Leidenschaft neben den Yachten dann für die Reisemobile entstanden und für den Ausbau und dass man eben was Besonderes dann eben auch hat und ist schon immer ein Highlight, wenn so ein Mobil Wetter irgendwo vorfährt. Ja, Schlafzimmer, das ist jetzt Stichwort und es ist also so, wir haben ja jetzt hier den TAI und den TAI, den gibt es in unterschiedlichen Grundrissen. Ne? Den gibt es also mit hier mit den Längsbetten, den gibt es mit einem Queensbett. Sie können also ganz viele unterschiedliche Varianten haben. Wir haben uns jetzt hier bei der Präsentation überlegt, wir nehmen die Variante, die am häufigsten gewählt wird, nämlich die mit den Längsbetten in Fahrtrichtung, sodass sie eben ganz bequem auch nachts hier raus können, ohne dann über ihre Partnerin oder den Partner steigen zu müssen und auch die Kombination dieses tollen Badezimmers nutzen können. Wir werden die anderen Varianten mal so ein bisschen einblenden noch in dem Video, dass Sie also die unterschiedlichen Versionen dann auch gleich dann mal sehen. Und wir gehen aber jetzt hier weiter auf diese Variante ein. Und das Erste, was wir jetzt mal machen, ist, wir messen mal die Bettlänge. Und ich habe ja noch das Maßband hier. Und ich messe einfach mal, wie lang denn hier die Liegefläche ist. Wir sind also hier jetzt bei... Moment, wir müssen hier messen, weil die Türe, die ist jetzt da noch so ein bisschen... Wir gehen bis in den letzten Winkel. So. Ja, komm schon. So, wir sind also hier bei 1,95 Meter. Auf der Seite, das ist also schon ziemlich ordentlich, bei einer Breite von 83 cm, wenn man bis zur Wand geht, sagen wir mal 80 Matratzenmaß. Und auf der anderen Seite ist das im Prinzip ähnlich. Da haben wir dann auch wieder die 80er Breite
und die Tiefe von hier hinten bis hier vorne. Guck mal hier, Sven. 1,95 so, ne? Und jetzt haben Sie sich sicher schon gefragt, was sind das denn hier für zwei Kissen, die hier neben mir liegen? Und das ist also ein Kuschelkissen. Ne? Also Sie haben die Möglichkeit jetzt natürlich auch hier diesen großen geräumigen Nachttisch, wo Sie alles Mögliche ablegen könnten, zum Teil ins Bett zu integrieren. Und dafür haben Sie also das Kuschelkissen Nummer 1, das ist dieses hier. Das können Sie einfach hier einlegen und man kann dieses auch noch ergänzen mit dem Kuschelkissen Nummer 2 und das Bett nach vorne noch vergrößern, das machen wir gleich. In dem Zusammenhang ist aber eins zu erwähnen, durch diese Vergrößerungsmöglichkeit, die wir haben, liegt jetzt hier noch das zweite Brett zum nach vorne klappen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wenn Sie sagen, da brauchen wir sowieso nicht, dann schrauben Sie halt einfach ab. Das sind 4 Schrauben, da ist das weg. Die Variante 2 ist, Sie lassen das drin, weil da gucken wir uns gleich an, da können Sie eine riesen Spielwiese draus machen. Jetzt haben Sie aber einen kleinen Nachteil, weil jetzt haben Sie hier auf der Seite die Matratze um die Stärke des Holzbrettes höher liegen als hier. Ne? Und das ist natürlich, wenn Sie so kuscheln wollen, so ein bisschen blöd. Ne? Dann ist unser Tipp, dass Sie dann einfach hier unter das Lattenrost eine Isomatte legen. Ja, um den Höhenausgleich auszugleichen, die können Sie sich irgendwo kaufen, eine Isomatte, und dann haben Sie das, die Matratze auf der gleichen Höhe. Ja, wir können doch mal eben zeigen, wie das aussieht, wenn wir jetzt diese Spielwiese hier machen. Dafür klappe ich jetzt ganz einfach mal diesen Bereich hier rüber. So. Hoppsala. Da habe ich ausgeschaltet. Licht ausgeschaltet. Geht wieder an. Achtung, warte mal, ich mache mal. Jo, ist also schon wieder an. So, und dann haben wir das dann im Grunde genommen dann hier einmal so. Und einmal so. Und dann haben wir dann eben auch die Riesenspielwiese hier. Oh, jetzt kann ich mal hier. Ah, also ich würde mal sagen, hier geht vieles. Ne? Auch wenn wir jetzt mal vielleicht zu dritt unterwegs sind oder so, kein Problem. Hier kann man super zu dritt auch drin schlafen. Und jetzt gucken wir mal, jetzt hatten wir ja eben den Laderaum gemessen. Der war ja, ich glaube, 1,17, ne? 2,17 Meter. 2,17 Meter, ja. Dann müsste das doch hier ähnlich sein. Oder? Ja. Für besonders große Gäste, die können querschlafen. Genau, das war jetzt das, wo ich drauf hinaus wollte. Das nimmt kein Ende. Wahnsinn. Hier sind wir sogar irgendwie bei 2,20 Meter. Ja, weil unten ist die Aufnahme für die Türe drin gewesen. Ja. Gut, wenn wir jetzt hier die 3 cm abziehen für das Fenster, dann sind wir bei 2,17 Meter. Wobei ich glaube, nicht viele mit 2,17 Meter finden sich hier im Bett wieder. Nee. Also da kann man mal locker 2 Meter sein. Ja, die kann man auch sein. Ne? 2 Meter geht auch. Ne? Also hier ist alles im Prinzip möglich. Auch nochmal sehr schön, weil wir uns gerade hier in dem Bereich aufhalten. Wir haben also hier die Leselampen noch. Hier ist eine schöne Ablage, können Sie ein Buch oder so unterbringen. Auch alles indirekt beleuchtet. Die Leselampe ist mit Schwanenhals hier, ne? Und hat auch einen USB-Ladeport, also wenn Sie ein Handy laden wollen. Und dann natürlich noch hier die tollen Oberschränke, wo Sie Ihre Kleidung prima drin unterbringen können. Ne? Auch wieder toll mit den Scharnieren etc. Dann haben wir noch im Fußbereich rechts und links einen Schrank. Einmal hier und auf der anderen Seite auch. Genau. Und hier sind noch Lautsprecher. Da können Sie also dann noch Chillange-Musik hier hinten im Schlafzimmer hören. Das ist auch schön. Toll, die Tasche hier. Ne? Auch wieder in dem Schreppdesign. Schick gemacht einfach. Auch auf beiden Seiten. Und hier ist dann auch nochmal die Steuerung für das Licht im Schlafzimmer. Und wenn Sie noch ein zweites TV-Gerät haben möchten, ist das auch kein Problem. Kommt ja auch schon mal vor, dass vielleicht einer der beiden Reisenden ein anderes Programm schauen möchte wie die andere Person. Und dann haben wir eben hier die Möglichkeit, ein zweites Fernsehgerät einzubauen. Sprechen Sie uns einfach an, kein Problem. Große Dachhaube, Doppelheki. So.
zeige ich Ihnen mal was. Was jetzt ein Riesenvorteil ist von diesen Kurbelhickeys, ist, die haben eine andere, einen anderen Aufstellöffnungswinkel. Ne? Und jetzt haben sie eben hier einen großen, weil der ist schön groß, 50-70. Ist das? Gucken wir mal. Und da können sie nämlich dann sich hier oben ganz einfach mal hinstellen und mal gucken, ob auf dem Dach alles in Ordnung ist. Das ist also sehr angenehm und praktisch. Ne? Und so haben sie die Möglichkeit, auch da mal zu schauen, wenn sie Photovoltaik haben oder eine Satellitenanlage oder so, und das Ganze vielleicht irgendwo unter einem Baum mal steht, dass sie da mal ganz easy mal eben alles unter Kontrolle haben und vielleicht auch mal ein paar Blätter oder so einfach vom Dach mit einem Besen wegkehren können. Es gibt aber noch eine Möglichkeit. Ja, was? Du wachst morgens auf, stehst irgendwo am Strand. Ja. Jetzt sage ich einfach mal, wir Männer holen der Frau eine Tasse Kaffee. Ja. Und die Frau guckt oben raus und guckt übers Wasser. Ja. Wunderbar, morgens 7:30, Tasse Kaffee auf Wasser, sensationell. Und dann meinst du, dann kann man auch hier zu zweit stehen, da kommt dann drauf an. Ja, genau. Und hat man dann den Kaffee auf dem Dach abstellt. Und super. Habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Ja, ein bisschen Wind morgens früh, 7:30, ne? So ja. 23 Grad, lauer Wind, du guckst aus Wasser, also was gibt's schöner? Ja, ja, vielleicht, wenn du, ich sag mal, um 3:45 Uhr oder 4:10 Uhr den Sonnenaufgang anschauen. Auch schön. Das wäre auch noch was. Ne? Jetzt können wir einen drauflegen, 1:30 Uhr, du guckst den Sternenhimmel an. Alles möglich. Ja. Alles möglich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier von diesem tollen, fantastischen Fahrzeug. Hier ist übrigens ja noch eine Leiter, die gucken wir uns gleich noch an. Und was wir jetzt nämlich noch nicht besprochen haben, wir haben jetzt ja die Oberschränke, haben wir uns angeschaut, und ich weiß nicht, die eine oder andere Dame wird natürlich sagen, aber da kriege ich aber meine Sachen nicht unter. Die sind zwar schön, die Schränke, aber da kriege ich doch nicht alles unter. Wir haben die Lösung. Wir haben die Lösung. Und zwar, unter den Betten sind ja auch noch Schränke. Ne? Hier erstmal zwei Schubladen mit Vollauszug. Ganz toll, da können Sie also wunderbar Unterbekleidung unterbringen. Hier die zweite Schublade. Dann haben wir hier noch eine Garage nur für Schuhe. Ja, nur für Schuhe. Und Herr Jonsen, füllt mal da rein. Die unendliche Weiten für Schuhe jetzt hier. Ich guck mal gerade. Achtung, wir haben eine Tiefe von einem halben Meter und eine Breite, das sind 20, eine Breite oder ja, also ein Maß jetzt, die Breite ist ja eigentlich die andere, ein Maß von 29 cm mal, jetzt kommt die Breite, mal 53. Also 50 mal 53 mal 29, also da ist für jede Gelegenheit sichergestellt, dass das passende Schuhwerk auch untergebracht werden kann. So, jetzt haben wir noch andere Sachen, die wir vielleicht aufhängen wollen. Dafür klappen wir also jetzt hier unser Lattenrost hoch. Das ist auch hier mit tollen Dämpfern unterstützt. Gucken Sie mal, Dämpfer unterstützt. Und hier haben wir dann noch den Kleiderschrank. Der ist dann wiederum auch von vorne zugänglich, wenn Sie die Matratze nicht hochklappen wollen. Mit einer Kleiderstange. Da kriegen Sie also noch ordentlich Sachen unter. Und dann geht das Ganze nämlich noch weiter auf der anderen Seite. Ist kein Ende. Ne? Ich weiß gar nicht, wie lang war. Also, ich weiß nicht, wenn Sie sich den Film nochmal anschauen, machen Sie sich dann vorher die Flasche Wein auf. Vielleicht haben Sie, weil, keine Ahnung, eine Stunde sind wir bestimmt schon dran. So, und dann haben wir hier dann noch einen weiteren Schrank, der dann auch groß ist. Ne? Hier ist jetzt von der Antenne noch einiges drin, von dem Multimedia-Paket. Schauen Sie mal, das geht hier unten ganz tief runter. Und wir haben auch noch mal zwei Ablagebereiche hier. Also, Wahnsinn. Hier ist auch richtig Platz. Also ordentlich Kleiderverstauungsmöglichkeiten. Alles ist möglich, was Sie jetzt hier unterbringen können. Und ja,
Ich glaube, jetzt sind wir doch ziemlich durch, oder? Wir zeigen dann nochmal die anderen Grundrisse. Genau, und ich würde noch gerne mein Lieblingsbett. Ja, genau. Das ist nämlich jetzt wirklich was. Da überlasse ich jetzt auch dem Sven Jonsen die komplette Abwicklung. Ich übernehme jetzt die Kamera und... Es ist also tatsächlich immer wieder so, egal zu welcher Gelegenheit, ne? Immer dann sagt, Mensch, ist das schön. Jetzt gucken wir mal, was er uns jetzt zeigt hier. Achtung. So, da ist da wieder der Sven Jonsen. Ich bin da ja wirklich von begeistert. Und so ein Hubbett grundsätzlich ist ja eine tolle Sache. Aber das Hubbett finde ich super. Vor allem, weil es total einfach ist. Zack, man macht die Sitze runter. Ja, aber müssen wir mal eben gucken, da sind zwei so ganz easy Hebel. Ne? Total einfache Hebel. Ja, die mehr sind... muss ich da gar nicht machen. Ja, das ist okay. Das Schöne. Stell die gerade. Ja. Schieb den Tisch zurück. Wurde ja haben eben wir gerade gemacht. Erklärt. Zack. Einmal, ne? Steht ja auch drauf. Press. Warte, ich zeig nochmal, ja. Was steht da? Ja, ganz press. Einfach Press. Ne? Ja. Zack, also drauf, wie am Auto, so ein Sicherheitsgurt im Prinzip. Und zieh das Bett runter. Das ist dann so ein leichtes Schwenkbett. Ja. Aber das, genau. Super, das ist so toll. Guck mal, da oben ist auch eine Lampe, da können wir mal in der Mitte drauf tippen. Wunderbar. Lampe. Ich kann sogar, und das ist ja... Lass ruhig an. Ja, ist egal. Jetzt musste man ja fast sagen, ich will gar nicht sagen in unserem Alter, aber so ist es ja, da fangen ja die Enkelgeschichten an. Ja. Ich höre es immer wieder. Jungen, wo nehmen wir denn die Enkel mit? Ja. Hier. Und wissen Sie, dann sagen ja auch viele, ja, wir wollen nicht ins Bett, wenn die Enkel... Ja, kein Problem, ich lege die Enkel hin, ich zeige es jetzt nicht komplett. Dann kann ich hier mit drei Verschlüssen den Rausfall... Warte mal, wir machen da mal eben einmal dran hier. Ja, machen wir. Komm, ist egal. So, hier oben einhängen, da sind also so vorbereitete Dinger, sozusagen, wo wir das dann so fest... Einhaken. Ach, so, mal alles mit einer Hand, ist ein bisschen schwierig hier. Mach du mal eben. Ich mach das mal eben. So. Und das ist das Kameraführung. Schöne. Das ist das Tolle. Und jetzt bin ich wieder. Verdammt, mit zwei Händen geht es auch nicht. Du hast gerade nur eine genommen beim ersten Mal. Unglaublich. So, und jetzt, ne? Enkel liegen im Bett. Ja. Und jetzt kann der Opa sein Fläschchen Wein. Ja. Und kann trotzdem sitzen. Ja, pass auf. Das gucken wir uns jetzt nämlich nochmal genau an hier, weil die Lounge, die Face-to-Face-Sitzgruppe, die steht also nach wie vor 100% zur Verfügung. Ne? Genau, dass ich liebe diese Bettenart. Mhm. Ich finde es toll. Ja, ist wirklich, wäre ein Versäumnis, ne? Wenn man das nicht. Ja. Aber ist auch dabei. Ist Serie? Super, wirklich super schön mit dem Schwenken. Ja, man hat die Lounge nach wie vor zur Verfügung. Und insbesondere, wie gesagt, ich höre es von Leuten. Aber wo legen wir die Enkel hin, wenn wir noch sitzen wollen? Ja. Hier ist die Lösung. Also aufs Bett kann man dann theoretisch über den Sitz steigen, aber es ist auch eine Leiter mit dabei. Genau. Ne? Die haben wir auch noch, die ist dann unter der Matratze. Gut, die kann man dann bei Bedarf benutzen. Und ansonsten ist das aber nicht nur ein Enkelbett, sondern das ist auch noch ein Erwachsenenbett. Wir haben ja auch hier unter den Armlehnen, wir können diese Sitze, die sind umbaubar hier, zwei Stück. Da hätten wir dann tatsächlich noch zwei Sitzplätze, also wäre auch kein Problem, mit vier Leuten zu verreisen. Auch hier, wenn der Schnarcher sich weigert, ja, hinten in den Laderaum zu gehen, ist der Schnarcher hier, ja, man hat die Schlafzimmertüre, man hat tatsächlich zwei getrennte Schlafräume. Ja, man könnte ja sogar noch eine doppelte Schallisolierung machen, sozusagen, und nicht nur die Schlafzimmertüre zumachen, sondern auch noch die Badezimmertüre. Richtig. Ne? Dann hätten sie sozusagen doppelt isoliert. Ja, genau. Ja, schallisoliert, ja. Toll. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Mobilwetter TV, es war sehr schön mit Ihnen. Wir haben Ihnen gerne dieses Auto gezeigt. Wir hoffen, Sie haben erste Eindrücke bekommen können. Das Fahrzeug steht bei uns in Schwelm, Nordstraße 19, hier in unserem Showroom, in unserem Reisemobilcenter. Und wir haben eine Hotline. Die Hotline lautet 02-336-479165. Da ist unser Beratungsteam dabei, der Sven Jonsen, der Christian Schneider oder auch meine Person. Und wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie können aber auch direkt einen Termin buchen über unsere Website mobilwetter-reisemobile.com. Auf der Startseite unseren Showroom besuchen, einfach Ihren Wunschtermin einloggen. Und dann kriegen Sie auch eine Terminbenachrichtigung, Bestätigung. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Ihren Besuch und sagen bis demnächst. Tschüss. Tschüss.
Mobilwetter TV wurde Ihnen präsentiert von Autohaus Büsken.